So, da sind wir. Ah, okay. Was du denn? Hallo. Oh, super, einfach fantastisch. Die Seelenfährfrau ist hier. Auf diesem gottverlassenen Fels, mitten im Ozean. Sie hat den ganzen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die alten Stellenklippen da unten mit der kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, Einland, hier bin ich sicher willkommen. Nun gut, du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Ahem. Seelenfährfrau, ihren Namen ich nicht kenne und nicht wissen will. Ich bin die Sammlerin Susanne. Oder Susanne. Die Götter haben mir in all ihrer materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus freien Stücken die Sammlerin. Es ist vielmehr meine Pflicht, durch deine unablässigen Plünderungen der äußerst begrenzten Wunder dieser Welt häufst du sicher Berge von Unrat an, die die größten Müllhalden der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch, findest du nicht auch? Meine Vorgänger forderten den gesammelten Müll als Bezahlung, für welche Zwecke auch immer. Aber in meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon und dein Schmutz interessiert mich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen, die eine bedeutungslose Belohnung nehmen und wieder verschwinden. Bei nix. Und hinterlass bloß keine Abfälle. Ah, wahrscheinlich um. Okay. Das ist das Bild und die Dinger brauche ich. Ach, heilige. Oh, ein Amethyst, ein Zitrinen, das sind doch schon drei. Outfit als Belohnung. Immer große Flaschen Gims. Gims. Oh. Alter. Da kam der Nisa ganz überraschend. Boah. Hm. Nicht so geil. Okay, also das Bildchen kriege ich noch nicht. Fehlen mir noch zwei Püppchen. Gut, weiß ich da schon mal Bescheid. Mal kurz schauen. Moment. Okay. Mit der habe ich nicht geredet bisher. Ich habe nämlich diese drei Dinger schon. Vielleicht quatscht sie mich jetzt voll. Ey, du hast ja deine Edelsteine. Willst du mir die nicht mal geben? Würde mich nicht wundern. Ich hatte die Edelsteine wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Aber das Spiel denkt sich so, ja, wir schieben es noch ein bisschen auf die lange Bank. Alles gut. Ah ne, das ist ja unser Igelchen. Zella, dieser Baum ist so schnell gewachsen. Ich bin mir sicher, dass das zum Großteil an der Liebe liegt, die du ihm geschenkt hast. Die Gesetze dieser Welt würden das jedenfalls zulassen. Nun, ich bin froh, dass der Baum nun aufgewachsen ist. Ich weiß, dass er dir wundervolle Erinnerungen schenken kann. Zella, ich habe nachgedacht. Mein ganzes Leben lang musste ich mich um andere kümmern, kochen, putzen, die Kinder versorgen. Sie sind ein wahrer Segen, aber ich hatte nie Zeit für Aufregung, Abenteuer. Ich dachte also natürlich nur, falls es nicht zu viel Aufwand ist. Und da wir sowieso die ganze Zeit über viel rumreisen, nun ja, ob du vielleicht auf eine kleine Reise mit mir gehen könntest, nur du und ich. Wir werden jede Menge Spaß haben, das verspreche ich. Wie wäre es mit einem kleinen Ort. Was? Wie wäre es mit der kleinen Ortschaft Nordweiler? Wie ich gehört habe, sieht es dort aus wie in meinem schwedischen Liebesroman. Oh, diese Bücher verschlinge ich geradezu. Wie? Du magst sie auch? Ich wusste doch, dass du klasse bist. Nun ja, wenn wir mal in der Gegend sind, könnten wir dort eine schöne Zeit verbringen.
Die sind ausgewachsen. Was kann ich jetzt mit dem machen? Wahrscheinlich dauert das noch, bis die Früchte fassen. Obst. So. Warte mal, wo ist unsere Freundin? Mal sehen. Da. Du kriegst erstmal nichts zu essen. Kann dir höchstens was geben, ja. Und zwar. Oh, das Zitrin. Wusstest du, dass Zitrin die Motivation fördert und die Kreativität beflügelt? Er soll auch die Selbstdarstellung anregen und die Konzentration verbessern. Dieser Stein belebt den Geist und bringt Emotionen ins Gleichgewicht. Noch einen? Oh, ein Opal, ein glühender Stein der Leidenschaft und der Liebe. Der Stein der Verführung, der mit brennendem Verlangen schwingt und Hemmung aufhebt. Er stabilisiert aber auch Gefühle. In anderen Zusammenhängen stärken Opale und Treue, auch Treue und Ergebenheit. Habe ich die jetzt die übergeben? Ja, scheiße. Naja, egal. Ich dachte, das kriege ich wieder. Ein Amethyst, was für eine Freude. Amethysten sind Heilsteine, wusstest du das? Gebrechen, seelische Probleme, Albträume und andere Leiden können mit ihrer Macht geheilt werden. Außerdem unterstützen sie das Gleichgewicht deiner Chakren. Vor allem das des Kronenchakras. Oh. Ah ja, du gehst schlafen. Ja, schönen Dank auch. Kann ich jetzt bloß mit dir reden, wenn ich geschlafen habe. Kann ich jetzt eigentlich schon schlafen? Ja, kann ich. Nice. Brauche ich nicht so lange. Kriege ich mal ein bisschen mehr Schlaf ab als sonst. Mäh. Ich glaube, je früher du schlafen gehst, desto länger dauert der Ladebildschirm, habe ich so das Gefühl. Ja, die Baumwollsamen sind gewachsen, obwohl ich die gar nicht gesagt habe, dass die wachsen sind. What? Wie das denn? Hier erstmal weiter. Oh. Bauten sind auch fertig. Schön. Dann machen wir das. So. Die Bäume sagen noch nichts aus. Das ist okay. Jetzt ist meine Freundin da oben. Die will irgendwas. Nochmal da runter von da oben. Dieser letzte Edelstein vervollständigt meinen Grund, den Arzneischrank unter meinem Medizinzimmer, Meditationszimmer schon einen schönen kleinen Altar hat, kannst du jederzeit zu Besuch kommen und ihn bewundern. Für deine unermüdliche Hilfe bin ich dir jedenfalls sehr dankbar. Du warst schließlich schon immer eine strahlende Persönlichkeit. Ein Leuchtfeuer. Ich hatte es nicht geplant, aber ich glaube, dass ich dir etwas Wichtiges beibringen muss. Aber für unsere nächste Unterrichtsstunde, nun ja, müssen wir von Bord gehen. Ich habe von einem schönen Ort am Mount Toriyama gehört. Eine Klippe mit Blick auf den Horizont. Es wäre ein schönes Klassenzimmer für uns. Ich bin bereit, wenn du es bist. Zieh einfach die Säge. Alles klar. Du kriegst aber erstmal eine Erdbeere reingedrückt. Schön. Okay. Mal hier wieder aufgedeckt. Schön.
Samenschätze Holz. Samenschätze Holz. Hm. 10 Minuten haben wir noch. Also mehr wie 10er. Ich würde ganz gerne die Dinger jetzt abklappern. Dahin, dahin. Und dann sollte es eigentlich schon die Zeit rum sein. Weil mir geht es nämlich darum, wenn ich das gemacht habe, könnte ich dann zu Mount Toriyama schon mal wieder hingehen. Weil wir müssen ja halbwegs die Geschichtsstränge verfolgen von den Charakteren. Deswegen dauert das halt. Weil einen gewissen Story-Modus gibt es ja eigentlich gar nicht. Ist ja im Prinzip ein großes Spiel, was erkundet werden möchte. Animation beim Hüpfen so ein bisschen erinnert mich an, also hier, erinnert mich an Indivisible. Ganz komisch. Oh! Bin schon da. Ah, wieder Aluminium. Ja. Haben wir hier drin? Altes Gemälde, Baumwollkohle, Metallseil habe ich auch gesehen. Ein bisschen jetzt. Noch nicht, ne? Okay. Gut, dann auf die nächsten Ausbeute. Dann können wir unsere Samen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen verteilen. Nee, das nicht. Ja, nicht fertig. Aber hier drüben. Das ist fertig. Hey, mal Sellerie. Das ist eigentlich ganz gut. Nicht mal so wenig. Ist schon wieder ein bisschen frischer. Was sieht? Jetzt die Bäume gepflanzt und nu? Keine Ahnung. Busch. Runter von meinem Schiff. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt wieder fischen, aber es wird ja eh gleich wieder. Der ganze Schutt kommen. Schade, zu früh reingeholt. Kann ich es auch lassen. Ja, hier kommt es schon. Wieder. Alter, wie viel Aluminiumerz es einfach nur gibt. Das ist super. Und wieder ein Gemälde sehe ich. Samen, Baumwollsamen, Bohnensamen. Nice. Irgendwo hier was? Ne. Dann auf zu diesen. Oh. Leuchtturm. Nein, Leuchtturm war es nicht. Nordseepier, genau. Das wäre was für Sunny. Und die kommt ja von da oben. Gut, wir sind jetzt auf dem Weg. Kann ich aber jetzt wenigstens angeln. Das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen dauern. Können wir ein bisschen die Zeit vertreiben. Vorräte auffüllen, zumindest für Fisch. Diesen roten Saibling. Wäre eigentlich so ein... War das ein Karpfen oder sowas? Wir fangen müssen noch. Wäre mir eigentlich lieb. Hier ist jetzt was anderes dran. Ah, ein Hummer. Hummer sind auch gut. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Oh, interessant vor.
Das ist auch wieder nochmal hier, wenn ich das sehe von der zu kleinen. Voll. Richtig erraten. Ah, ich höre Francis. Ah ne, doch nicht. Das war der Seehund, aber Francis ist trotzdem nicht weit. Schön wieder das Saibling zu sein. Ja. Ist er wieder. Manchmal lässt die Zugleine schneller nach. Also geht wieder ins Gelbe über und dauert es wieder. Es scheint wieder was anderes zu sein. Nicht, dass das der Gelbling ist. War, glaube ich, diese Nordseekrabbe oder was das war. Hat aber auch Zug drauf. Komm schon. Ah, noch ein bisschen. Bisschen noch kommen. Nice, da, Mann. Ja. Ja, gut. Keine Nordseekrabben, aber Schneekrabben ist fast dasselbe. Aber nur fast. Nur halt vom Namen her unterschiedlich. Vielleicht glaube ich sogar von der Größe. Hallo. Ich. Oh, gnädiges Fräulein. Haben Sie hier nicht so einen Aufstieg? Alles verschlossen. Ich gehe halt rüber. Ah. Aha. Verschlossen. Ist ja überall verschlossen. Was ist los hier? Antike Büste. Umgucken. Warte mal. Nice. Rezept erhalten. Ja. Okay, alles verschlossen. Dann kann ich damit nicht viel. Verzeihung. Oh, es überkam mich gerade. So. Du hast das Gesicht. Larry Salzberg kennt sich mit Gesichtern aus und deines würde sich gut auf einem Poster machen. Bei einer Werbetafel. Du hast nichts gesagt, aber ich kann mir deine Stimme vorstellen und ich hasse sie. Aber darum können wir uns in der Nachbearbeitung kümmern. Wir holen uns ein Mädchen, das alles synchronisiert. Du musst perfekt sein. Was? Du bist keine Schauspielerin? Du machst keine Varieté-Theater? Du hast nie mit Ziegfeld gearbeitet? Oder für diese französischen Schläferinnen? Oder wie auch immer die heißen? Das ist unmöglich. Du wärst perfekt gewesen, aber wenn das wahr ist, dann bist du ein völlig unentdecktes Talent. Du musst in meinem nächsten Film mitspielen. Du musst einfach. Ich habe weder ein Drehbuch noch einen Regisseur. Sure. Ja, ich. Aber das ist unerheblich. Ihr Titel wird irgendwas mit Visionen der Perfektion sein. Ein Thriller, ein Mord, Spannung. Etwas, das Blut zum Kochen bringt, damit alle darüber reden. Über meinen neuen aufstrebenden Star. Es wird ein Kassenschlager. Wisst ihr nicht? Oh. Ich wusste doch, dass ich mich darauf verlassen konnte, einfach nur die Straße entlang zu schlendern. Du wirst im Handumdrehen ein Star, aber ich weiß nicht. Larry Salzberg. Jetzt brauchen wir nur noch einen
Filmpartnerin für dich. Meine Castingchefin ist mit ihrem neuen Liebhaber in den Flitterwochen irgendwo, wo es warm ist, aber egal. Es zählt nur der Film, den ich mir in den letzten 5 Minuten ausgedacht habe. Ich brauche Stars dafür, richtige Stars. Dieses Städtchen ist trockener als meine Hemden in einer Wäscheleine im Sommer. Sehen wir mal. Johan dreht gerade diesen Tochter-Mutter-Film. Vivian kommt auf gar keinen Fall in Frage. Judy ist auf irgendeiner magischen Reise. Wir brauchen jemanden mit Schneid und Würde. Es gibt da diese erfahrene Schauspielerin Catherine. Die würde passen. Anscheinend genießt sie derzeit die Freunde der Natur irgendwo auf dem düsteren Blätterdach, glaube ich. Oh, Moment mal. Mir kam gerade eine andere Idee. Wir könnten auch in die sittsame und naive Richtung gehen. Mit jemandem wie Ingrid. Sie könnte auch in unserem neuen Film passen. Sie hat sich gerade erst ein neues Haus in Old Central District gekauft. Du könntest sie dort treffen. Ah, so viele Möglichkeiten. Schauspieler für Filme zu finden ist so aufregend. Also gut, ich überlasse es deiner Expertise. Finde eine passende Schauspielerin für uns. Eine, der du es zutraust, eine richtig gute Figur auf der Leinwand zu machen. Ich würde gerne die erste nehmen. So ein Irrer weckt mich jeden Morgen auf. Er springt kreischend ins Wasser und dauernd sagt er, oh, da. Was war es noch gleich? Ich bin der große Fischmann. Oder sowas in der Art. Es ist so laut und es ist ja nicht nur das Gekreische. Es schlägt im Wasser auch wild um sich. Der arme Tropf kann vermutlich nicht schwimmen. Ich sollte mein Schlafzimmerfenster schließen. Oder auch nicht. Ich bin wegen der Meeresbrise hergekommen. Die kam mit dem Schwimmer am frühen Morgen. Und durch das ich nicht rein kann, alles zugeschlossen. Oh, warte mal. Guck mal. Wie denn? Alte Münze. Ja, nice. Das läuft. Warum auch nicht? Können wir mal sammeln. Und ansonsten, der Rest ist ja alles verschlossen hier. Da kann ich nicht viel tun. Guck mal hier. Über. Würde das halt gerne mal gerade interessieren, was hier drüben ist. Ah, okay. Noch was zum Einsammeln. Ich muss so schnell wie möglich dieses Seilreiten lernen. Okay. Hui, ab rüber. So. Von der Zeit her würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle bei Spiritfarer wieder, wenn wir uns hier im Norden ein wenig weiter umsehen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.